Skulptur. Sie erobert den Kunstmarkt mit neuen Formen und Materialien. Die Nachfrage wächst und die Preise steigen. Arbeiten, die jetzt meinetwegen 20.000 Euro kosten, werden voraussichtlich in ein paar Jahren das Doppelte kosten. Und auffallend viele junge Frauen machen Kunst mit der dritten Dimension. Nur wie und warum? Diese drei Bildhauerinnen erklären es uns. Stella Hamburg ist eine der erfolgreichsten in der Szene. Ihre riesigen Bronze-Berserker sind verkauft, noch bevor sie gegossen sind. Man wälzt die ganze Zeit irrsinnig viel Material um. Und alles mit dem Ziel, was Neues zu finden. Melanie Fieger steht noch am Anfang ihrer Karriere. Die 30-Jährige ist Meisterschülerin in Dresden. Ausgezeichnet mit vielen Nachwuchspreisen. Bildhauerei heißt für mich ganz klassisch irgendwas raushauen. Sarah Esser ist 32. Sie macht und lehrt Bildhauerei in Berlin als eine der jüngsten Dozentinnen Deutschlands. Das ist für mich das natürlichste Mittel, mich auszudrücken. Das Material. Stella Hamburg arbeitet mit Bronze. Ihre Abdrücke werden in der Berliner Gießerei Noack, da wo auch Käthe Kollwitz herstellen ließ, zu Skulpturen gegossen. In dieses geschmolzene Metall zu schauen, das ist ein bisschen wie in die Glut der Sonne zu schauen. Die 34-Jährige kam erst nach dem Studium zur Bronze. Ich habe auch ein bisschen Angst davor gehabt und mich gescheut, so viel Geschichte, so viel Kunstgeschichte. Habe dann aber später festgestellt, dass das wirklich ein Material ist, was ich liebe. Einfach aus dem Grund, weil es sagt, ich bin da, ich bin. Es strahlt einfach Ewigkeit aus. Melanie Fieger ist eigentlich ausgebildete Holzbildhauerin. Doch ihre Skulpturen baut sie aus leichtem Styropor. Man kann relativ einfach schneiden, man kann es gut umrücken alleine. Wenn man größer arbeitet in Stein, dann steht man da, dann braucht man immer jemanden. Auch Sarah Esser will unabhängig und schnell produzieren können. Ihre lebensgroßen Figuren modelliert sie in Ton vor und gießt sie später in Acrylharz. Man kann wegnehmen, antragen, schlagen, ganz fein arbeiten. Man kann ganz schnell alles wieder runterreißen und wieder hinbringen. Und genau diese Freiheit zeichnet die neue Generation der Bildhauerinnen aus. Holz kombiniert mit Fotografie, Papierskulpturen, Objekte aus Glas und Spiegeln. Frauen öffnen das Genre. Das schätzt auch die Galeristin Cornelia Wichtendahl. Sie ist spezialisiert auf Skulptur und hat auffallend viele Bildhauerinnen im Programm. Sie sind sehr viel offener, sehr viel experimentierfreudiger, verwenden neue Materialien, auch wenn sie aus einer ganz klassischen Ausbildung kommen. Rückblick. Ob Giacometti oder Rodin, Männer hämmern, Frauen stehen Modell. Ein Klischee. Schon immer gab es Bildhauerinnen, wie Käthe Kollwitz oder Camille Claudel. Je mehr sich die Gesellschaft öffnete, umso sichtbarer wurde ihre Kunst. Politisch waren oft ihre Arbeiten und feministisch, wie etwa bei Niki de Saint-Phalle. Und heute? Was sind die Themen ihrer Nachfolgerinnen? Sie reflektieren die Realität. Nicht politisch, sondern vor allem subjektiv. Melanie Fieger spiegelt in ihren Figuren den kindlichen Blick. Zeichentrickfiguren, Lieblingshelden, überlebensgroß, wie man sie als Kind wahrnahm. Eine aus der Zeit gefallene Traumwelt. Sarah Esser ist die genaue Beobachterin. Sie seziert Bewegungsabläufe und verfremdet sie anschließend in ihren Plastiken. Stella Hambergs Berserker thronen über der Wirklichkeit. Sie feiern das Archaische, Kraftvolle. Viele glauben deswegen, dass die Figuren männlich sind. Weit gefehlt. Weder Mann noch Frau. Stella Hamburg spielt mit unserer Wahrnehmung. Ich finde nicht, dass Kunst dazu geeignet ist, klare Botschaften und Informationen zu vermitteln. Es gibt Künstler, die machen das und das ist auch ich will auch gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber es ist nicht mein Weg. Mit dieser Konsequenz hat Stella Hamburg Erfolg. Ihre Skulpturen werden für rund 100.000 Euro verkauft. Doch von ihren Arbeiten leben können die wenigsten. Zu hoch die Produktionskosten, zu langwierig der Herstellungsprozess.
Melanie Fieger jobbt nebenbei. Sarah Esser unterrichtet an der Kunsthochschule. Man braucht schon Durchhaltevermögen. Das sage ich meinen Studenten. Was wenige wissen, ist halt das Platzproblem. Also erstmal braucht man zum Arbeiten Platz, zum Drumherumgehen, zum Erfassen, Proportionen erfassen. Deswegen kleiner arbeiten oder gefälligere Materialien nehmen, kommt nicht in Frage. Keine dieser drei Bildhauerinnen will Kompromisse schließen. Das Label weiblich ist ihnen ziemlich egal. Sie sägen und schweißen sich ihre eigenen plastischen Welten.